Hallo liebe Leute, folgend geht es um einen Auftritt der BSW-Vorsitzenden Amira Muhammad Ali bei Maybrit Illner und wie sich die anderen Beteiligten der Runde, wie sie sich zur Außenpolitik geäußert haben und was man aus meiner Sicht noch dagegen hätte sagen können. Bei den Jungwählern von 16 bis 24, und die Wähler durften ja diesmal schon ab 16 wählen, ist die AfD genauso stark wie Sie, genauso stark wie die CDU. Das ist auch kein Grund zur Zufriedenheit. Also da wandern Ihre Wähler? Eindeutig. Ich will auch sagen, also es gibt überall in Europa und in Deutschland für die CDU bei diesen Europawahlen und in der Lage, in der wir sind, Licht und Schatten. Mhm. Unser Lichtfaktor ist, dass wir mit 30% mehr als doppelt so stark sind wie die Sozialdemokraten. Das ist für uns erstmal ein relativ sehr gutes Ergebnis. Ja. Aber 30% ist nicht genug und die Einzelergebnisse, die Sie zitieren, sind nicht genug. Dass die AfD 16% bekommt, dass BSW 6% bekommt, das ist für mich ein Krisenanzeichen. Und das müssen wir. Also, dass es immer in einem Atemzug genannt wird, das ist ja ein Framing, mit dem ich wirklich nicht einverstanden bin. Ja, ich kann es auch gerade begründen. Wir sind nicht zusammen rausgegangen, Herr Klingbeil, weil wir haben erklärt, dass wir nicht reingehen. Das haben wir vorher gemacht. Sie stellen es so dar, als hätten wir es mit denen abgesprochen, wir wären gemeinsam rausgegangen. Das ist doch einfach nicht der Fall. Entschuldigung, nein. Ich finde, das ist kein richtiges Signal. Mich regt das schon auf, wenn die permanent dahergehen und in einen Topf werfen mit Rechtsextremisten. Kommt. Also wirklich, ich habe davon die Nase voll. Das ist unglaublich. Wenn Sie die gleichen Demonstrationen machen, so, dass Sie es nicht ertragen können, wenn der Präsident des Landes das angegriffen wird, ihm nur zuzuhören, dann zeigen Sie, dass BSW und AfD sind die beiden Pro-Putin-Parteien seit langem auch in ihrem Personal. Herr Röttgen, das ist nicht ungut, aber das ist wirklich infam. Nein, das Sie sind es. Wenn Sie attackieren den Präsidenten und das Land, das jetzt angegriffen worden ist, dem werfen Sie vor, Sie machen eine legitime Meinung geäußert und ganz ehrlich, Herr Röttgen, ich glaube, dass wir mit unserem Fernbleiben vielen Menschen in diesem Land auch aus dem Herzen gesprochen haben, die auch nicht damit einverstanden sind. Nein, ich möchte, Herr Röttgen, ich bitte Sie. Wir kommen darauf noch mal kleiner. Also vielleicht so ist es. Zunächst hat Friedrich Merz eine Koalition mit BSW und AfD ausgeschlossen. Und damit schien BSW dumm dazustehen. Das heißt also, die CDU hat BSW ebenso negativ geframed wie die AfD, indem man eine Brandmauer errichtet und Friedrich Merz hat erklärt, Wagenknecht begleitet sowohl linksextreme als auch rechtsextreme Positionen. Und was wird hier deutlich? Es geht allein um die Positionierung. Und das war bei der AfD immer klar und deswegen ist aus meiner Sicht so schändlich und das muss auch Wagenknecht, das müssen Sie alle mitbekommen haben, dass es bei der AfD immer um die Position ging. Dieses Rechtsextremismus-Argument, es war immer herbeiinterpretiert, man hat also versucht sozusagen eine Schwäche herauszufiltern und das dann groß zu machen. Also das immer zu betonen und dieses Narrativ immer weiter zu verstärken. Obwohl sich die AfD ja immer dagegen gewehrt hat. Und man vor allen Dingen die Massenmigration nicht wollte, hat man das immer geframed. Wobei es in Deutschland natürlich besonders einfach ist nach dem Zweiten Weltkrieg, weil man immer sagen kann, ja, ihr wollt jetzt keine unkontrollierte Massenmigration, das unkontrolliert lässt man dann weg, ihr wollt keine Migration, ihr seid grundsätzlich gegen Ausländer, ihr seid Nazis. BSW grenzt sich von der AfD ab. Sie geben sich so zivilisiert wie möglich. Also sie äußern sich immer sehr demokratisch. Und hier zeigt sich, das bringt alles nichts, solange BSW inhaltlich nicht umkippt. Und jetzt ging scheinbar Wagenknechts Rechnung auf. Nachdem klar wird, dass im Osten eine AfD-BSW-Regierung die einzige Möglichkeit ist, wenn die CDU eine Koalition mit BSW ausschließt, ist CDU-Chef Merz eingeknickt und hat erklärt, ja gut, auf Länderebene arbeiten wir mit BSW zusammen im Osten. Betont aber, dass auf Bundesebene die Brandmauer bestehen bleibt und framed damit BSW als extremistisch. Wahrscheinlich viele BSW-Anhänger sind nicht die größten Freunde der CDU, kommen von der Linkspartei. Und wenn sie jetzt mit der CDU koalieren, dann sind sie zu klein, als dass sie den Ministerpräsidenten stellen können. Das heißt, sie verhelfen der CDU zur Macht. Sie sorgen dafür, dass die CDU weiter regieren kann. Und das kann natürlich die AfD ausnutzen. Oder was heißt ausnutzen? Das kann die AfD in den Mittelpunkt stellen. Und erklären, wir sind die wahre Alternative, wenn ihr BSW wählt, wählt ihr CDU. Und sehr wahrscheinlich, es war immer ein Problem von den kleinen Parteien, dass BSW so marginalisiert wird. Weil die Leute sich dann entscheiden, wollen wir jetzt was anderes oder wollen wir so, wie es bisher weitergeht. Und wenn BSW nur der Juniorpartner ist, der eindeutige Juniorpartner, weil ganz viele AfD wählen, dann ist natürlich klar, dass BSW keinen so besonders großen Einfluss hat.
und somit hat BSW alle Nachteile. Sie werden von dem Mainstream, von den großen Medien und von den anderen Parteien als extremistisch geframed, werden gnädigerweise auf Länderebene, weil es nicht anders geht, wird eine Koalition notgezwungen zugelassen, aber sie haben sich in eine Sackgasse manövriert. Also sie haben sich selbst eine Brandmauer gegenüber der AfD aufgebaut, was viele aus dem alternativen Lager BSW übel nehmen, wohingegen die Altparteien eine Brandmauer zu BSW aufbauen. Ohne die Mehrheiten im Europaparlament da jetzt zu sprengen, hat es in einigen Ländern gravierende Veränderungen gegeben. Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien. Jetzt könnte man sagen, auf die Länder hat sich doch der Wladimir Putin spezialisiert. Der will uns mit Korruption, mit Fake News, mit Desinformation da ordentlich Schwierigkeiten machen. Würden Sie sagen, das ist ein wichtiger Bestandteil der Analyse, zu sagen, der konzentriert sich nicht grundlos auf genau diese Länder, auf Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich? Ich finde es infam, dass Sie in Ihrer Erklärung, also dass Sie da rausgegangen sind, da kann man sagen, das ist schlechter Stil und so weiter. Darüber würde ich mich gar nicht so sehr aufregen. Worüber ich mich ohne Ende aufrege, ist dieser unsägliche Satz, der in Ihrer Erklärung steht, dass Volodymyr Zelensky, nicht wahr, einen Nuklearkrieg riskiert durch sein Verhalten. Wer hat denn in den letzten 2 Jahren mit dem Einsatz von nuklearen Waffen gedroht? War das wohl Herr Zelensky? Der hat keine und hat noch nie damit gedroht. Es war der Zwischenpräsident Medvedev mit massiver Art, der macht das in den letzten Tagen und Wochen ständig, weil er genau weiß, und deswegen hat Frau Deidelhoff ja auch recht, hier wird Angst gepredigt. Und Sie haben mit diesem Satz die Angst ins Groteske verstärkt. Ich bin wirklich empört darüber, ich als Wähler. Es kann doch nicht wahr sein, dass Sie allen Ernstes die Wahrheit so verfremden. Der Einzige, der es verdient hätte, von Ihnen kritisiert zu werden, weil er mit Nuklearkrieg hantiert und insbesondere bei den Deutschen Ängste schürt, ja, ist Wladimir Putin. Der arme Zelensky verdient ein solches Urteil wirklich nicht. Ich bin wirklich empört. Kann ich vielleicht jetzt sind Sie dran. Ja, also einmal, wir verurteilen Wladimir Putin in aller Schärfe. Und Sie haben natürlich vollkommen recht. Er ist derjenige, der die Atomwaffen hat. Das bestreitet ja niemand. Das ist ja vollkommen richtig. Allerdings, wer diese Eskalation weiter betreibt, wer eigentlich möchte, dass die NATO in diesen Krieg mit reingeht, ich meine, das ist aus der Sicht von Herrn Zelensky ja sogar nachvollziehbar. Aber wer das möchte, der riskiert in der Tat einen Atomkrieg. Das wollten wir damit sagen. Und das ist leider die Realität. Klatschen müssen Sie, hätten auch nicht aufstehen müssen. Also Sie stehen in Ovation, das alles hätten Sie verweigern können. Ja gut, aber dann würden wir jetzt darüber reden, dass wir das nicht gemacht haben. Es handelte sich um einen Präsidenten, der nichts anderes machen wollte, als um Unterstützung für seine Verteidigung gegen einen Aggressor zu werben. Um nichts anderes. Damit ist er nicht derjenige, der einen Nuklearkrieg riskiert, sondern, da hat Herr Ischinger vollkommen recht, das macht im Grunde genommen Wladimir Putin und seine Vasallen. Wir sehen im Übrigen auch nicht, dass die Eskalation irgendwie ansteigen würde oder dass, sage ich mal, das Bedrohungsszenario ansteigen würde. Wir sehen, dass die Abschussrampen sich nicht bewegen. Wir sehen, dass die Atom-U-Boote auf ihren üblichen Strecken bleiben. Wir sehen sogar in der Rhetorik, wenn wir mal mit Medvedev weglassen, schauen wir uns Putin an, dann sehen wir in den letzten Wochen, dass er ganz deutlich gemacht hat, nicht mal die Entscheidung Bidens und dann beispielsweise auch Scholz, dass westliche Waffen auf russischem Territorium angewendet werden dürfen. Selbst das, hat er gesagt, ist kein Grund für den Einsatz von Nuklearwaffen. Also eigentlich eine eher deeskalierende Rhetorik, selbst von Putin. Das Risiko ist also gar nicht gestiegen, sondern eigentlich sehen wir eher, dass es gleich bleibt bzw. sogar absinkt. Okay, dann lassen wir aber Frau Mohamed Ali mal sagen. Spielen Sie mit der Angst, Frau Mohamed Ali, ist die erste Frage. Und zweitens, warum diese Täter-Opfer-Umkehr? Sie haben, das ist wirklich auch ein neuer Text. Das war meine Frage vorhin, dass Sie sagen, da will jemand bewusst über die NATO einen dritten Weltkrieg vom Zaun brechen und er provoziert damit einen Atomkrieg. Das ist neu, das haben Sie vorher so nicht formuliert. Naja, von der atomaren Bedrohung habe ich immer schon gesprochen. Täter-Opfer-Umkehr, warum spielen Sie so mit der Angst? Ja, dass Sie das Täter-Opfer-Umkehr nennen, ist ja Ihre Interpretation. Ich habe ja gerade auch noch, aber Sie haben es ja gerade noch mal interpretiert. Ich habe ja gerade schon klargestellt, dass ich selbstverständlich weiß, welcher Täter und welcher Opfer ist in diesem Krieg. Trotzdem bin ich der Auffassung, dass alle Akteure eine Verantwortung haben. Und die Verantwortung ist es, auch dafür zu sorgen, dass dieser Krieg nicht weiter eskaliert. Absolut. Und das
betrifft alle Seiten. Und ich bin tatsächlich anderer Auffassung, als Sie es gerade geschildert haben. Ich glaube nicht, dass von uns, auch gerade aus Deutschland, nur versöhnliche Töne kommen. Ich meine, wir haben Töne gehört von Ihrem Kollegen Herrn Kiesewetter, der Krieg muss nach Russland getragen werden. All diese Dinge, das sind doch keine versöhnlichen Töne. Ich meine, die Außenministerin hat auch schon, das ist ein bisschen länger her, hat ja auch gesagt, naja, wir, Deutschland ist im Krieg mit Russland. Das sind ja nichts vor uns. Das hat doch alles stattgefunden. Das heißt, ich bin, vielleicht einen letzten Satz, wenn Sie mir den erlauben, ich bin nicht der Auffassung, dass Deutschland und Europa alles tut, um diesen Krieg zu deeskalieren und auf Friedensverhandlungen hinzuwirken. Der Auffassung bin ich wirklich nicht. Wenn ich mal ein Punkt, der mir total wichtig ist, und jetzt werde ich wieder sagen BSW und AfD, weil es das gleiche Argumentationsmuster ist. Und es ist auch einfach falsch, wie immer argumentiert wird, zu sagen, hier ist die Ukraine, da ist Russland, es sind zwei Parteien, die sich streiten. Und man so tut, als ob beide die gleiche, ja, aber so argumentieren sie nicht. Nein. So argumentieren sie nicht. Und wenn ich Argumentationen höre, beispielsweise von Oskar Lafontaine, der sagt, wir liefern morgen keine Waffen mehr, dann haben wir übermorgen Frieden, das ist Einknicken vor Putin. Und ich frage mich, ob wir in einer Analyse einig sind. Wenn Putin nicht gestoppt wird, wenn er weitermachen kann, wenn er nicht in seine Schranken gewiesen wird, dann ist doch naheliegend bei all den Reden, die er hält, bei all dem, was wir hören, und das war der Fehler, den wir 2014 gemacht haben, dass Putin doch Pläne hat, weiterzumachen. Man weiß heute nicht, ob er weitermacht oder nicht, aber wir dürfen doch nicht so naiv sein und das ausschließen, dass das Baltikum, das Polen, das Moldau, das Georgien, dass das die nächsten Staaten sind, wo er heute schon anfängt zu destabilisieren. Deswegen ist doch wichtig, dass wir das machen. Und der Weg zum Frieden, der führt nicht darüber, dass man einknickt für Putin, sondern der führt darüber, dass wir unsere Sicherheit auch stärken. Das ist am Ende das Signal, das Putin versteht. Der Unterschied zwischen mir und Herrn Röttgen, will ich noch mal sagen, ist, dass ich mehr darauf setze, dass diplomatische Gespräche geführt werden. Übrigens, wenn man sich die Rede von Selenskyj anhört, wie häufig der Diplomatie gesagt hat, wie häufig er dafür geworben hat, dass Gespräche stattfinden. Auch die Konsequenzen, die diese Unterschied. Aber ich finde sozusagen, wir müssen doch aufhören. Und da bitte ich Sie einfach, weil in Ihrer Argumentation klingt das immer so, als ob Ukraine, Russland, beide sind gleich, beide haben den Streit angefangen, beide sollen sich jetzt mal zusammenreißen und aufhören. Und das ist einfach eine völlige Verklärung der historischen Situation. Putin ist der Aggressor. Putin hat diesen Krieg angefangen. Er alleine trägt die Verantwortung dafür. Sie sagen immer, wir brauchen viel schneller einen Frieden. Ihren Wählern versprechen Sie viel schneller einen Frieden, wenn man den denn jetzt suchte. Und worin kann dieser Kompromiss liegen? Das frage ich mich die ganze Zeit, weil ein Kompromiss würde immer bedeuten, dass die Ukraine was verliert und Putin was gewinnt. Also dann ist es kein Kompromiss. Meiner Ansicht nach wäre jetzt der richtige Schritt zu sagen, das, was Ihr Fraktionsvorsitzender vorgeschlagen hatte, in einer Rede seinerzeit, wo wir auch damals hier schon darüber gesprochen hatten, dass man diesen Krieg jetzt in den Frontlinien erstmal einfriert, einen Waffenstillstand erreicht und dann in Verhandlungen tritt. Und die Darstellung, die ich jetzt hier auch wieder höre, die auch gerade von Ihnen wieder war, ist ja die, man muss an die Ukraine jetzt weiter Waffen liefern, sie weiter unterstützen, dann würde man Putin besiegen. Man muss ihn militärisch stoppen, weil man ihn sonst nicht aufhalten kann. Die Realität ist ja aber eine andere, nämlich, dass das nicht funktioniert. Das hat bisher nicht funktioniert. Wir sitzen ja nicht zum ersten Mal hier zusammen und wir stellen immer wieder fest, die Frontlinien verschieben sich aber zu Ungunsten der Ukraine. So das, heißt, das ist doch die Realität. Entschuldigung, die ganzen Offensiven der Ukraine haben doch nicht... Wir liefern erst den Ukrainern zu wenig Waffen und dann sagen wir, dass sie nicht erfolgreich sind. Und darum liefern wir ihnen gar keine Waffen mehr. Das ist Ihre Logik. Aber ich will zu diesem Punkt Folgendes schildern. Ich war vor ein paar Wochen, ich will jetzt aus Diskretionsgründen seinen Namen nicht nennen, bei einem Staatschef eines mit Russland benachbarten Landes außerhalb der Europäischen Union, der, können Sie ungefähr raten, wer das sein könnte, der ungefähr schon so lange im Amt ist wie Putin und der Putin sehr gut kennt. Und den habe ich gefragt, weil ich die Chance hatte, sagen Sie mal, Sie kennen den ja so lange, was muss passieren, damit Wladimir Putin ernsthaft, nicht nur vor Show, sondern ernsthaft über die Zukunft der Ukraine verhandelt? Die Antwort des Staatsoberhaupts kam wie aus Pistole geschossen. Der dachte keine Sekunde nach, der sagte Ischinger, Wladimir Putin wird ernsthaft verhandeln. Aber erst in dem Augenblick, in dem seine Generäle zu ihm kommen und sagen, Herr Präsident, wir beginnen zu verlieren. Ja. Und das ist das, was Lars Klingbeil gerade sagte, das glaube ich auch, was wir hier meinen, es muss der Punkt erreicht werden, wo die russische Führung erkennt, das hat der Bundeskanzler ja auch immer wieder gesagt, mit seinen Worten, dass der weitere Einsatz der eigenen russischen militärischen Mitteln für Russland und die Erreichung seiner Ziele nichts mehr bringt.
Aber und ist von diesem Punkt, heute in einer von diesem Punkt sind wir im Augenblick natürlich leider weit entfernt, weil in den letzten längeren Monaten nicht die Ukraine den Russen zeigen konnte, dass das nicht mehr funktioniert, sondern die Russen haben hier und da kleine Fortschritte machen können und können ihrem Präsidenten, selbst wenn das dann faktisch so nicht stimmt, den Bericht schicken, wir machen. Ja, gut, also da ist dann sofort die Frage zurückzustellen an Lars Klingbeil. Und das ist auch keine neue an Sie, aber sie muss gestellt werden, Herr Klingbeil. Wann wird auch eine Bundesregierung, eine SPD und der Bundeskanzler oder Olaf Scholz die Frage beantworten müssen, sind wir schuld an dieser Situation, dass Frau Mohammed Ali sagen kann, im dritten Jahr dieses Krieges ist die Position der Ukraine schlechter, als sie in 22 war. Und Wolfgang Ischinger sagen kann, wir sind leider weit davon entfernt, dass Putin... Schuld. Also Schuld, weil wir ist gezögert Putin, haben, weil wir lange gebraucht haben, bestimmte Entscheidungen zu fällen. Nein, also den Begriff Schuld kann ich nicht akzeptieren an der Stelle, weil Schuld ist derjenige, der diesen Krieg angefangen hat, und das ist Wladimir Putin. Und wir sind auch gerade das Land, das mit dafür sorgt, dass zum Beispiel die Munitionsproduktion hochgefahren wird. Und das ist eine Leistung, die Deutschland erbracht hat, und die kann man auch nicht kleinreden. Es ist ja auch bei der AfD die Richtlinie, es war ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Das sagen BSW und AfD, ignorierend, dass Russland das ganz anders sieht. Warum kann es sein, dass der Angriff nicht völkerrechtswidrig war? Es wird doch ganz eindeutig, Russland hat die Ukraine angegriffen und dann ist es doch alles klar. Jetzt muss man aber wissen, dass die Ukraine seit 2014 ein narzisstisches Regime ist. Und das ist etwas, was AfD und BSW nie erwähnen, obwohl es da ganz klare Beweise gibt. Und als Beweis kann man Folgendes heranführen. Zunächst muss man definieren, was ist ein narzisstisches Regime? Also ein Nazi-Regime ist ein Regime, das nationalsozialistische Bestrebungen duldet oder fördert. Und das ist ganz klar gegeben. Und das zeigt sich folgend. Es werden Feriencamps staatlich finanziert, in denen Jugendlichen erklärt wird, es ist in Ordnung, es ist nicht in Ordnung, Menschen zu töten, außer Russen. Das ist ganz klar rassistisch. Armeeangehörige tragen unverblümt Nazi-Symbole mit sich herum und lassen sich auch so fotografieren. Der ehemalige Oberbefehlshaber der Armee, Valery Saluschny, trug ein Nazi-Armband und hat sich so auf Twitter selbst fotografiert mit diesem Armband, mit einem Hakenkreuz. Wenn also der Oberbefehlshaber das schon macht, also so rumläuft, dann ist natürlich klar, dass das in der ganzen Armee geduldet ist. Und dafür spricht auch, dass viele ukrainische Soldaten Nazi-Tätowierungen haben. Vor allen Dingen das Azov-Bataillon. Also das überhaupt kein Problem ist. Zudem wurde das offen rechtsextremistische Azov-Bataillon in die reguläre ukrainische Armee integriert. Ein weiteres Kennzeichen ist, dass in der Ukraine alles Russische entfernt wird. Also in Kiew wurden von Vitali Klitschko veranlasst russische Denkmäler abgerissen und Straßen umbenannt. Das geht aber jetzt nicht gegen Putin, sondern es geht grundsätzlich gegen Russland. Der ehemalige Botschafter Melnik hat offen Bandera verherrlicht und geleugnet, dass Bandera auf grausamste Weise Massenerschießungen veranlasst hat an Juden und Polen, wo also die schrecklichsten Dinge passiert sind, Leute in Scheunen getrieben wurden, die Scheune angezündet wurde und jeder, der rausgelaufen ist, wurde erschossen. Auf grausamste Weise wurden ganz viele Menschen getötet. Und dieser Bandera, der das gemacht hat, wird verherrlicht. Und zwar offen von einem Botschafter. Melnik wollte nicht an Veranstaltungen teilnehmen, wo Russen beteiligt sind. Also beispielsweise bei einer Oper, wo eine russische Sängerin eine Hauptdarstellerin war. Das richtet sich auch gezielt gegen Russen und nicht gegen Putin. Der Öffentlichkeit ist das hier völlig unbekannt und Wolfgang Ischinger weiß das ganz genau, indem er erklärt, es sei lächerlich, dieser Vorwurf, und sich empört gibt. Also emotional spielt, das sei Quatsch und er sei empört. Die Nazi-Einstellung in der Ukraine zieht entsprechendes Verhalten nach sich. Seit 2014 wurden gezielt Zivilisten im Donbass beschossen. Also die Artillerie hat gezielt Gebäude beschossen. Und dahinter steht die Ideologie, dass russisches Leben nichts wert ist, dass man also selber mehr wert ist als Russen und es nicht schlimm ist, wenn die sterben. Nach dem Februar 2022 hat sich dieses Verhalten noch verstärkt. Über Donetsk wurden wiederholt Schmetterlingsminen abgeschmissen. Das richtet sich vor allen Dingen gegen Kinder. Also das ist kein militärisches Ziel, wenn man wahllos über einer Großstadt, über einer Millionenstadt Schmetterlingsminen abschmeißt. Die Medien hier haben darüber nicht berichtet. Und Wolfgang Ischinger weiß das ganz genau. Vor kurzem wurde ein belebter Markt in Belgorod
mit Streumunition beschossen. Das Ziel waren ausschließlich Zivilisten. Das Azov-Bataillon hat bei dem Kampf 2022 um Mariupol die Zivilisten, die überwiegend russischstämmig sind, als Geiseln genommen. Jeder, der die Stadt verlassen wollte, auf den wurde geschossen, weswegen sich die Zivilisten in Gebäuden versteckt halten mussten. Eine Berichterstattung gab es hier nicht. Und vor allen Dingen das Schlimme ist, dass auch die AfD nicht darüber berichtet hat. Also jedenfalls nicht die Parteispitze öffentlichkeitswirksam. Was hat das jetzt damit zu tun, ob es ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist? Es gab ein Rassengesetz und ein Verbot der russischen Sprache, was natürlich perfekt dazu passt, was ich jetzt eben geschildert habe. Und entscheidend ist, dass der Selbstbestimmungswille der Völker gilt. Und hier sehen wir eine drangsalierte Minderheit im Osten der Ukraine, wo es bereits 2014 ein Referendum gab. Und angesichts dieser Tatsachen ist natürlich vollkommen glaubwürdig, dass diese Referenten nicht gefälscht waren und diese Leute von der Ukraine weg wollen. Es ist natürlich auch so, das ist überhaupt das Problem. Es gibt eine Dokumentation Ukrainian Agony und jeder Journalist, der darüber berichten wollte, der wurde stigmatisiert. Und westliche Journalisten sind absichtlich wohlwissend, was da passiert im Osten der Ukraine, sind seit 2014 da nicht hingefahren, um nicht davon zu berichten. Und das hat sich durchgezogen. Wenn ein Referendum stattgefunden hat, haben sich westliche Journalisten davon ferngehalten, um nicht darüber berichten zu müssen, dass die Referenten, dass die Leute tatsächlich der Meinung sind und die Referenten in Ordnung waren. Das gilt für 2014 genauso wie jetzt jüngst die Referenten, wo die Leute darüber abgestimmt haben, ob sie Russland beitreten wollen. Wenn es tatsächlich so ist, dass die Leute mit Pistolen am Kopf abstimmen mussten, dann hätten ja westliche Journalisten davon berichten können. Aber absichtlich hat man davon nicht berichtet, hat sich ferngehalten und jeder, der hinreisen wollte, um von den Referenten zu berichten, wurde stigmatisiert. Es wurde eine Informationsmauer aufgebaut. Nach dem Kosovo-Urteil 2012 wurde das Selbstbestimmungsrecht der Völker maßgeblich gestärkt, indem es für legitim erklärt wurde, dass der Kosovo aus Jugoslawien ausscheidet. Davon mag man halten, was man will, aber es geht ja hier um den juristischen Status, ob es jetzt ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg war. Und wenn die Loslösung des Kosovo nicht völkerrechtswidrig war, dann ist natürlich die Loslösung des Donbass aus der Ukraine, nach dem, was da passiert ist, tausendmal nicht völkerrechtswidrig. Wie gesagt, es ist jetzt nicht die Meinung, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ob man dieses Gerichtsurteil richtig findet oder nicht. Man kann sagen, dann kann sich jeder überall loslösen. Aber das ist nun mal juristische Realität. Und es ist aus meiner Sicht nicht in Ordnung, dass die AfD und BSW das vollkommen ignorieren und in das gleiche Horn stoßen. Einfach behaupten, es sei völkerrechtswidrig, ohne dass es von einem Gericht geklärt wurde. AfD und BSW könnten genauso erklären, wir legen uns da nicht fest, das sollen Gerichte klären. Man kann natürlich immer noch sagen, wir finden nicht gut, dass Krieg ist, das findet keiner gut. Wir wollen keinen Angriff, aber wir warten auf eine juristische Bewertung durch ein Gericht, ob das tatsächlich völkerrechtswidrig war. Wie können sich diese ganzen Leute hinstellen, angesichts der Argumentation Russlands, einfach zu behaupten, das sei völkerrechtswidrig und das einfach ignorieren oder wie Sarah Wagenknecht behaupten, das waren Scheinreferenten, haben sie nicht beobachtet, waren nicht da. Das ist ein klammheimliches Bestätigen der Propaganda der Dämonisierung Russlands. Und solange Russland dämonisiert wird, gibt es keinen Weg zum Frieden. Bleibt die Spaltung erhalten, wird kein Handel mehr betrieben werden. Was ist auch noch ein ganz starkes Argument, was man bringen kann? Und es ist das Argument, dass im Westen Russland zensiert wird, aber umgekehrt nicht. Das heißt, Putin steht den westlichen Medien Rede und Antwort, ungekürzt, live, ungeschnitten, wohingegen russische Journalisten nicht zugelassen werden auf der Bundespressekonferenz und sie keine kritischen Fragen stellen an Scholz und Co., sie das nicht dürfen. Und wie gesagt, wir haben ja eine eindeutige Zensur und grundsätzlich wird Putin im O-Ton nicht zugelassen. Wir erinnern uns an das Interview mit Tucker Carlson, wo versucht wurde, Tucker Carlson schlecht zu schreiben und das Interview überhaupt nicht transportiert wurde. Es vorher verweigert wurde, ungeschnitten ein Interview zu führen und überhaupt jedem russischen Politiker verweigert wird, sich hier zu erklären. So ist natürlich ganz leicht argumentierbar, indem man erklärt, wer ist offen, also wer stellt sich den Argumenten, wer nicht, wer zensiert, wer nicht, ist ganz offen, wird ganz leicht klar, wer hier lügt, wer was zu verbergen hat. Das ist aus meiner Sicht ein unschlagbares Argument, was bisher
weder die AfD noch BSW gespielt haben. Ist natürlich so, ich habe mir das jetzt alles aufgeschrieben, weil ich es auch vergesse. Ich höre das einmal im Antispiegel oder aus irgendeiner Dokumentation. Das höre ich einmal und dann wird es nie wieder, dann höre ich es nie wieder. Und warum nicht? Weil es in den großen Medien und auch von der AfD von niemandem gespielt wird. Und dann vergisst man das. Das heißt, ich habe mir das jetzt alles aufgeschrieben für das Video, um das jetzt hier erklären zu können. Des Weiteren ist es so, dass nicht Russland, sondern der Westen die Eskalation seit 2014 bewusst vorangetrieben hat. Merkel, Hollande, Zelensky, Poroschenko, sie alle haben erklärt, dass sie das Minsker Abkommen, dass es ein Fake war, dass sie keinen Frieden wollten, sondern dass sie die Ukraine hochrüsten wollten, damit die Ukraine die Gebiete zurückerobern kann. 2019 hat die Ukraine das Waffenstillstandsabkommen einseitig aufgekündigt und hat Staatsdoktrin verabschiedet, den Donbass und die Krim gewaltsam zu erobern. Wir erinnern uns, nach dem Völkerrecht, wenn man das Kosovo-Urteil ernst nimmt, stehen den Ukrainern im Osten, nachdem wie sie behandelt wurden und wie sie abgestimmt haben, eigene Staaten zu. Die Ukraine wurde massiv aufgerüstet. Schon im Frühjahr 2022 kamen Bilder zutage, die Waffen im Milliardenwert zeigen, westliche Waffen in der Ukraine im Milliardenwert zeigen. Also in wenigen Gebieten, die im Osten der Ukraine erobert wurden von den Russen, hat man diese Waffenlage eingenommen und Aufnahmen veröffentlicht, die Massen an Waffen zeigen. Also es ist unglaublich, wie viele Waffen da gelagert waren. Es wurden massive Bunkeranlagen angelegt. Das macht man, wenn man einen Krieg plant und nicht, wenn man den Frieden anstrebt. Bereits 2019 wollte die Ukraine losschlagen, aber es gab nochmal Frieden. Und das lag wahrscheinlich daran, dass die USA zunächst ihre Truppen aus Afghanistan zurückziehen wollten. Im Oktober 2021 kündigte heimlich die Bundesregierung das Minsker Abkommen auf. Es sollte Lavrov in die Schuhe geschoben werden, aber aus den diplomatischen Konsultationen, die Lavrov veröffentlicht hat, was unüblich ist, geht hervor, dass es die Bundesregierung war. Dass es der Westen war, der gezielt das Abkommen scheitern lassen wollte und Russland die Schuhe schieben wollte. Ein Angebot Russlands über gegenseitige Sicherheitsgarantien zu verhandeln, die beide Seiten gleichermaßen betreffen, wurden ausgeschlagen. Im Januar 2022 wurde bereits ein Gesetz verabschiedet in den USA, die den Krieg voraussetzt. Das heißt, der Krieg war in den USA, man ging fest davon aus, dass es Krieg gibt. Im Februar bei der Münchner Sicherheitskonferenz hat Zelensky angekündigt, sich atomar zu bewaffnen. Und viele hierzulande verstehen nicht, was Raketen, was Atomwaffen in der Ukraine bedeuten. Viele denken sich, Russland sagt Sicherheitsinteressen, das ist bla bla. Die USA und Europa, der Westen ist friedlich und zivilisiert, die machen ja nichts. Tatsächlich sind die USA ein hochaggressiver Staat, der in den vergangenen 150 Jahren überall auf der Welt Krieg angezettelt hat. Der Wissenschaftler und Spion Klaus Fuchs ging davon aus, dass die USA, wenn sie allein Atomwaffen besitzen und Russland nicht, dass auf jeden Fall ein Atomwaffenangriff auf Russland bevorsteht. Nur durch dieses Gleichgewicht, das unerwartet kam für die USA, weil sie davon ausgingen, dass es der Sowjetunion nicht so schnell gelingen kann, zu Atomwaffen zu kommen, nur dieser Umstand hat den Frieden bewahrt. Aus meiner Sicht, das ist sehr wahrscheinlich. Genau wie Japan hätten die USA bei Überlegenheit wahrscheinlich irgendeinen Grund gefunden, Krieg gegen Russland zu führen und hätten Atombomben auf Russland geworfen. Damals die Sowjetunion. Wenn die USA jetzt die Möglichkeit haben, Atomwaffen in der Ukraine zu stationieren, Raketen, atomar bestückt, dann ist die Vorwarnzeit für Russland sehr gering, wodurch Russland erpressbar ist und das Gleichgewicht beschädigt wird. Die USA wissen auch ganz genau, dass Russland das nicht will und haben das seit 2007 trotzdem oder auch genau deshalb betrieben. All das und viel mehr wird von AfD und BSW unzureichend erklärt, von den Parteispitzen, und müsste in genau diesen Talkrunden dargelegt werden. Und überhaupt in Reden, es müsste verbreitet werden. Und dass das nicht geschieht, ist aus meiner Sicht, ist wirklich eine Schande. Ihr könnt schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.